Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Notruf 112 der Feuerwehrsimulation Mobile. Eingehender Anruf, ich möchte ein Feuer melden. Wo genau ist passiert? Ich bin hier am vorbeigefahren, meine Frau mit den zwei Kindern auf der Straße gesehen. Die haben um Hilfe gerufen, ich konnte nur noch Rauch aus dem Fenster erkennen. Alles klar, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, hier ILW, weil ja, der Rest wird uns halt verwehrt. Immer noch verwehrt, wo bemerkt. Let it go, let it go, let it go. Da geht der ganze Spaß los. Warum dürfen wir eigentlich als Einsatzleiter dahin fahren, was eigentlich eine höhere Position ist, als wie jetzt bei den anderen? Na, also korrigiert mich, aber wenn ich da vor Ort der Führer bin und zu sagen habe, hier so und so und so und so und hier und da und so und so, bin ich theoretisch doch auf der, wie soll man sagen, auf der Zusagenliste. Bin ich doch da ganz oben. Also warum darf ich dann zur Hölle dieses Fahrzeug zuerst fahren und nicht als letztes? Vielleicht so gut aus gameplay-technischer Sicht vielleicht Sinn, aber dadurch, dass man mit den Fahrzeugen hier, wie soll man sagen, eh nichts machen kann, außer halt rumzufahren, muss man ja auch mal dazu sagen. Ich meine, wir kommen an und machen dann ja trotzdem die normalen Aufgaben, die ja eigentlich mit einer ELW gar nichts zu tun haben. Also wenn man es jetzt mal vom Hauptspiel her nimmt. So, Moment, jetzt fahren wir hier endlich mal drüber. Sehr schön. Ohne anzuecken. Na, kriegen wir es hin, ohne es versauen. Ja, kriegen es hin. Wunderschön. Ist es eh nicht so wirklich relevant, deswegen verstehe ich auch nicht so gut, warum dann. Nee. Die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Hofft man zumindestens. So, zack und zack. Und dann geht's wieder ans Löschen. Wer jetzt erwartet. So, Türe auf. Nein. Rum, rein. So, das Szenario hatten wir jetzt schon mal. Ne? Da sieht man das so scharf dann auch aus. So, zurück. Ne, hier ist rein. Ja, da mit der Tür und so, es ist zwar jetzt aktuell weniger Feuer, aber trotzdem. Komm, die Pflanze bitte ablöschen, die kann nichts dafür. So, hinten noch das Häufchen Elend, was das auch immer sein soll. Man kann es nämlich leider nicht mehr so wirklich erkennen. So, dann hier rein. Wie gesagt, dann hier rein. Engine Skin. So, Vorteil ist, das Bett steht noch. Das ist noch nicht wirklich niedergebrannt. Kommst du hin, kommst du her? Das Bett ist bis jetzt unbeschädigt geblieben. Das ist auch mal schön. Kann man mal machen. Ich lösche den Spaß hier ab. So, dazu, dass wir das hier hinten wegkriegen. So. Sehr schön, da gehen wir mal raus. So, hier rüber. Da brennt der Stuhl. Oder brannte? Nö, er brennt immer noch in dem Fall. Gut. Jetzt nicht mehr. Was ist schon? Oh, sehr schön. Gut, wenn er immer noch ein Stuhl brennen würde. So, und dann jetzt hier rein. Da ist auch nichts. Ah, ja. Sehr gut. Und schon sind wir weiterhin Hauptbrandmeister. Okay. Haben wir damit die höchste Stufe erreicht? Ich hoffe ja nicht. So, Feuerwehrrettungsdienst. Hallo, hallo, ich möchte ein Feuer melden. Ach, wie unerwartet, wir überspringen's. Aber eigentlich ganz ehrlich, wir haben diese Umrandung hier vom TLF. Na, wir können das TLF wohl fahren. Praktisch. Gut, jetzt fahren wir mal mit dem TLF.
überspringen. So, also ganz anderes Gefühl hier, oder? Ne, eigentlich nicht, aber... Gut, also es brennt wieder, wir fahren dieselbe Situationskarte wieder ab. Wer das erwartet, wir huben. Wir vorbeikommen. Drehen rum. Fahren so natürlich dran vorbei, was absolut geplant war, ganz klar. Ziehen hier an der Laterne rum und rüber und versuchen es zu stabilisieren. So, lassen das Gas ein bisschen los, kommen wieder hier an diese Sehnekreuzung rein. Huben, 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 dass sie sich verpissen sollen. Ja, touchen weiter nach vorne, touchen hier am LKW vorbei. Ganz klar, vorne wieder scharf rechts halten. Und an der Laterne vorbei, in den Kreisverkehr falsch rum rein, links aber weiter weg damit. Sehr schön, Kreisverkehr übernommen und hier wieder zack durchgefahren. Ansonsten, wir machen eine Aufgabe, die wir noch nie getan haben. Ja, wir ziehen dieses Objekt, wenn es sich denn mal ziehen lassen würde, darüber. Hat es sich aber nicht. Wir ziehen dieses, wir ziehen dieses, wir ziehen dieses, wir ziehen dieses Objekt hier rüber. Setzen dieses, Rohr dort ein. Nehmen diese Verlängerung. Ich sagte diese Verlängerung. Setzen diesen Schlauch. Ich sage diesen Schlauch. Diesen Schlauch dorthin. Setzen diese Verlängerung dorthin. Setzen diesen Schlauch dorthin. Setzen diese Kiste dorthin. Und setzen dieses Ding dorthin. Und jetzt geht's wieder rein in die Wohnung. Zack. Und es ist die gleiche Wohnung, nicht wie gerade eben, aber die wir schon mal hatten mit den tausend vielen Räumen. Was bedeutet, wir haben hier 10 Millionen Brände zu löschen. Mensch, ist das innovativ. Mir kommt das so vor, als hätten wir das noch nie gemacht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Mir ist gerade der Fuß eingeschlafen. Durch die scheiß angewinkelte Position. Ist euch schon mal ein Körperteil eingeschlafen? Und jetzt bringt bitte keinen unangebrachten Witz zu Rande. Weil das ist noch niemandem von euch passiert. Glaubt mir. Geht das überhaupt? Das ist immer so eine Frage, die man bei guten Fragen vom Netz stellen kann, oder? Ich google das nach und einfach mal. Gibt bestimmt irgendeinen Typen, der die Frage mal gestellt hat. Na ja, hallo, wir sind im Internet. Naja, gut, bleiben wir weiterhin bei USK 0. Ja. So. Aber mir ist trotzdem gerade der Fuß eingeschlafen und das tut etwas weh. Etwas sehr. Aber ich konzentriere mich trotzdem weiterhin ja professionell dieses Feuer zu löschen. Ich kann euch nicht genau sagen, warum mein Fuß eingeschlafen ist, warum ich dieses Thema überhaupt anschneide, weiß ich auch nicht. Naja, es könnte daran liegen, dass diese Einsätze sich irgendwie wiederholen. Bin mir da aber auch nicht so ganz sicher. So. Feuer erledigt. Da rein bitte. So, hier brennt der Schrank. Dann gehen wir hier einmal raus. Gehen wir hier wieder raus. Da drüben waren wir jetzt schon, oder? Nein, da waren wir noch nicht. Sehr schön, aber auch hier hat das Bett erst einmal wieder überlebt. Hier hat es halt leider nur die Couch minimal zerfressen, sagen wir mal so. So. Dann geht es einmal wieder hier raus, dann geht das hier drüben rein. Hopp, da brennt die Küche natürlich wieder etwas. Ja, schön, dass die Stühle heile sind, aber der Tisch ist zusammengebrochen vor lauter Hitze. Die Hitze ist nicht auf die Holzstühle übergebrannt. Sehr gute Qualität, würde ich auch kaufen. Ja gut, ein Bad ist wie immer nichts. So, dann sind wir vom Hauptbrandmeister befördert worden zum Hauptbrandmeister. Steigen wir überhaupt noch auf? Weil hier ändert sich gerade gar nichts, oder? 1, 2, 3, 4. 4 Stück? So, eingehender Notruf, bla bla bla, hallo. Hallo, ich muss etwas melden, mir ist Mutter. Ach, die Heimatland, wie innovativ. KEF, dorthin.
soll das jetzt? Das kann es doch nicht gewesen sein, aber warum steigt der am Rang nicht weiter auf? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt gerade zu hoch, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben ja diese goldene Umrandung etc. pp. Das ist ja schon definitiv was Höheres. So. Aber wir sind jetzt zweimal hintereinander aufgestiegen und es hat nichts an unseren Strichen geändert. Auch nichts an der Bezeichnung, nur davon abgesehen. Deswegen, das verstehe ich. Das verstehe ich nicht. So, könnte der bitte weg? Danke. Ja, war natürlich klar, dass das passiert. Hier so geradeaus bleiben. Jetzt kommen hier nochmal zwei Fahrzeuge. Das sollten wir jetzt geht gut dran, oder? Kommen die jetzt hin? Ne, noch nicht. Diesmal standen dort keine Fahrzeuge. Okay. Auch etwas abwechslungsreicher. So, dann gucken wir uns diesen extrem schnellen Einsatz mal an. Blablabla. Ist ja jetzt nicht so, als würden wir das einfach nur hier drüber kippen müssen, das breit schmieren müssen, dort den Eimer hin, dort die Schaufel hin und schon ist die Mission vorbei. Wow. Krass, Digga. So, eingehender Notruf, um was geht's denn? Wir hatten einen Autounfall, bitte helfen Sie uns. Oh, das hört schon mal besser an. Boden. Das andere Fahrzeug ist einfach nach links rüber gefahren. Mein Vater hatte keine Chance, rechtzeitig zu bremsen. Achso, ja, Moment, das kennen wir aber schon. Also, das kennen wir leider Gottes auch schon. Aber, ey, wir können mit einem NEF fahren. Wir fahren mit einem NEF. Ist ja Wahnsinn. Wir fahren einfach mal mit dem NEF, weil wir es können, Boys. Ja, macht zwar absolut keinen Unterschied, weil wir am Ende eh wieder alles, das, also ne, die gleichen Abläufe machen müssen, aber wir können mit dem NEF fahren. Ja, das hört sich aber eigentlich ganz angenehm. Gut, er lässt sich, er driftet halt genauso wie alles andere auch. Es ist die gleiche Strecke wie alles andere auch, aber uff. Schieß. Können wir da durch? Nee. Rückwärts. Vorwärts. Vorwärts. Hallo. Ach Gott, das wäre. Rückwärts. Komm. Doch, Junge. Gottes Willen, Alter. Ich schwenke hier meine Arme komplett. Danke. So. Gut, jetzt aber. Let it go. Ja, jetzt müssen wir nämlich hier vorne noch an dem Fahrzeug vorbei. Da müssen wir noch einen schönen Linksdrift machen. Und dann sind wir an der Unfallstelle. Oh, ja, doch mal ein bisschen anders. Ja, okay, das haben wir geschafft. Okay, gut. Moment, ausbalancieren. Ich weiß, wir driften. Ja, so. Ja, passt. Moment, jetzt müssen wir noch den Linksdrift hinlegen. Aha. Ah, sehr schön. Jetzt driften wir hier. Ne, gut, das driften wir gar nicht mehr. So, ja gut, den Autounfall hatten wir auch schon. Sieht sogar exakt genauso aus, gefühlt. Okay, die Abläufe. Stopper. Na, sehr schön. Hab ich doch gerade hier hingelegt. Hallo. So. Zack. Dann einmal die Batterie, dann einmal das, dann einmal das da, dann das Ganze nochmal, dann den Spaß, das Ganze hier drüben, das Ganze hier. Und nein, diese Grafikfehler stammen nicht von meinem Tablet, sondern die sind so. Dann, ne, kommst du her? 1, 2, 3, zack, ne, 4,
das durchschneiden. Das, 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 das da. Und das da. So. Und damit ist die Mission auch mal wieder abgeschlossen. Wir sehen jetzt so von der Zeit her, wenn das jetzt ein kleiner Auftrag ist, werden wir den noch tun, weil ich will jetzt wissen, ob es hier irgendwas gibt. Ja, wer hätte es gedacht? Ein Baum ist da runtergefallen. Das NEF, RTW, so. Da ist nochmal ein Baum runtergefallen, den werden wir jetzt nochmal machen. Ja, da gibt es heute sogar mal Überlänge bei Missionen, die wir noch absolut nicht hatten. Und es ist sogar wieder das richtig. So, ich würde mal sagen, ja, das tut hier. Tut ja nicht Not, mit Blaulicht dorthin zu fahren, machen wir einfach aus, ne? Weil wir haben ja die Möglichkeit, das brauchen wir nutzen. So. Alles klar. Aber wenigstens wurden wir ja schon mal abgebremst von der Leitplanke. Dass wir uns denn hier ganz langsam wieder durchschlingeln können. So. Dann trifft man wieder hier dem Land entgegen. Ah, diesmal steht hier ein Fahrzeug, sehr schön. Wow, 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 lenk doch, Digga! Was machst du denn? Ich mache immer mit dem Tablet weiter rüber und rüber und rüber und der lenkt einfach nicht. Ich hätte fast ins Nachbarhaus hineingeschmissen. So, sehr schön. So, Freunde, das ist ein Ast auf der Fahrbahn. Ich weiß, habt ihr noch gar nicht gesehen. Ne? Das ist Wahnsinn. So, dann würde ich sagen, wir sägen. Dann würde ich sagen, wir sägen. Ist das dein Ernst? Eichhörnchen, dann würde ich sagen, ich säge. Sägen. Weg. Fass platzieren. 1, 2, 3. So, schnellste Aufgabe EU West. Nein, wir sind Brandinspektor-Anwärter. Ein Wahnsinn, jetzt dürfen wir die Drehleiter fahren. Hat aber trotzdem sehr lange gedauert, bis wir da jetzt aufgestiegen sind. Stand immer wieder das gleiche da. Aber wird schon seinen Grund gehabt haben. Meine Freunde, wir sind fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Peace and out.